Für einen Holzstapel nehmen wir einige trockene Zweige oder Almrosenstauden und teilen sie in 2 bis 3 cm lange Stücke. Anschließend werden sie in kleine, gefällige Holzscheite gespalten. Auf ein passendes Brettchen werden mit Leim oder Heißkleber 2 Stützen befestigt. Zwischen den beiden Stäbchen werden nun diese kleinen Holzstücke mit Heißkleber zu einem Stapel aufgeschlichtet. Man sollte dabei nicht zu genau arbeiten, damit alles natürlich wirkt.